Es wird immer enger. Also hier haben wir Ätna und so weiter. Jetzt könnten wir kurz einmal noch hier noch kurz gucken. Was ist denn Bildradio? Sind Sie bereit für das Bildradio? Ob das wohl sowas wie MTV ist? Eher ein GIF, oder? Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Topfpflanze? Was hat die mit der Strafverfolgung zu tun? Eine Wanze? Nein, eine Pflanze. Aber in ihr ist ein Drahttongerät versteckt, verstehst du? Wenn wir eine davon in Tennants Bar gestellt hätten und er der Typ ist, der mit Pflanzen redet, hätten wir ihn sehr viel früher hochgehen lassen können. Okay. Können wir die mitnehmen? Hey, lass die Aufzeichnungspflanze hier stehen. Ich habe nur die eine. Damn it. Alter, also, wo nice. Waren wir? Nun, der Elektrofernbetäuber. Faszinierend, nicht wahr? Sie sagen, eines Tages können wir fliehende Kriminelle aus der Ferne betäuben. Das funktioniert? Nein, ist nur ein Modell. What? Alles klar. Ich wollte noch etwas anderes sagen. Was war es doch gleich? Oh ja. So, Informationsstart. Oh, die Telefonzelle können wir noch angucken. Willkommen in der Telefonzelle der Zukunft. Aus Atlasglas gefertigt. Atlas, unzerstörbar und schalldicht. Unser Telefon kann freihändig benutzt werden, sodass Sie, während Sie in absoluter Privatsphäre mit Ihren Freunden sprechen, essen. Möchten Sie telefonieren? Ja, ich würde gern mit... Leider akzeptiert diese Telefonzelle nur eingehende Anrufe. Ah, KL42... Oh ja. Alright, dann... Wo war denn das nochmal? Hier, Haus der Zukunft. Da gehe ich doch nochmal rein und wähle diese Nummer. Oder diese Telefonzelle. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie ein König fühlt. Alle Wünsche werden einfach auf Knopfdruck erfüllt. Sehr gut. Die Konsole, ich glaube, Telefon auf Feier. Im Haus der Zukunft können Telefonate in der privaten Abgeschiedenheit des persönlichen Telefonhelms geführt werden. Willkommen beim Telefonhelm von morgen. Bitte nennen Sie die Telefonnummer, die Sie wählen möchten. Oder sagen Sie... So, Telefonzelle der Zukunft will ich doch gerne anwählen. Klondike 4253. Genau. Hill Valley Expo, wo die Zukunft schon heute beginnt. Hier ist Techne, die Muse des Fortschritts. Mit wem spreche ich? Also wen geben wir uns denn aus? Mr. Smith, Carl Sagan, Kit Tannen, Mr. Smith. Hier spricht Mr. Smith. Ich suche einen Freund von mir, Herrn Zufall. Zufall? Ja, Vorname Rainer. Rainer Zufall? Hör mal zu, Junge. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Wer bist du wirklich? Auflegen. Gespräch beendet. Wie geil. Okay, wir hätten noch drei andere Auswahlmöglichkeiten gehabt. Die probieren wir natürlich auch noch durch, oder? Im Haus der Zuhelms geführt wird. Willkommen bei Telefonum. So, die Telefonzelle. So. Hill Valley Expo. Techne hier. Wer ist dort? Kit Tennant ist... Oh, machen wir trotzdem einfach mal von unten nach oben. Ich bin's, Kit Tannen. Ich bin wieder auf freiem Fuß und will dich zurück, Baby. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder warum Sie diese furchtbare Imitation von Kit aufführen. Aber dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ich bin jetzt sauber. Gespräch beendet. Freut mich, Trixie. Das hört man doch echt gern. Ups, Im Haus der Helms... So, Land. Mann, immer diese Telefone. Ja? Hi, Trixie. Ich bin's, Sunny. Oh, hi. Wie kann ich dir helfen? Ach, gar nicht. Ich hab nur dieses flotte Telefon ausprobiert. Okay, tschüss.
Bis dann. Gespräch beendet. Wie ich da unten schon flott gelesen habe, habe ich schon wieder an was anderes denken müssen. Im Haus der Helms. Willkommen, Telefone. Tja. Klondike 4. Ja? Hier spricht Carl Sagan. Der geheimnisvolle Mr. Sagan. Was wünschen Sie? Kann ich mit Emma sprechen oder mit Edna? Mit Edna. Könnten Sie Edna Strickland für mich ans Telefon holen? Aber klar, Mr. Sagan. Hey, Strickland! Jemand möchte tatsächlich mit dir sprechen. Mr. Sagan, ich dachte, ich höre erst wieder nach der Expo von Ihnen. Ach so? Ja, war das nicht Teil unseres Plans? Ja, unser Plan. Wegen dieses Plans. Oh, erzählen Sie mir von unserem Plan. Wo ist Emmett? Lassen Sie... Ihr finsteres Geheimnis. Ihr finsteres Geheimnis? Was war denn? Wegen, Sie wissen schon. Sie wissen schon? Wegen dieser Sache, über die wir gestern geredet haben. Ach, das. Um genau zu sein, bin ich froh, dass Sie es erwähnen. Ich habe nachgedacht. Wäre es nicht eine gute Idee, das alles Jakob Smirnoff anzuhängen? Was genau ihm anzuhängen? Sie wissen es? Oh, jetzt verstehe ich. Sie sind immer noch sauer wegen dem Knast. Genau. Daran war der Hund schuld. Wenn der nicht angetrabt gekommen wäre, nachdem ich das Feuer gelegt hatte, wäre ich problemlos davongekommen und hätte den Verdacht nicht auf Sie lenken müssen. Sie ist die Brandstifterin. Karl, ist da jemand bei Ihnen? Nein, nein, nur wir zwei. Ja. Also, ich will ja nicht neugierig sein, aber warum haben Sie all diese Bars niedergebrannt? Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. So, Ich bin mir über einige Details des Plans nicht so ganz im Klaren. Nicht im Klaren? Aber es ist Ihr Plan. Ich meine, ich glaube, Sie sind sich nicht über alle Details im Klaren. Welche Details? Alles, was ich tun muss, ist, meinen Einfluss auf Detective Parker zu benutzen, um Emmets Demonstration abzublasen, während Sie Emmett ablenken. Sie lenken ihn ab, richtig? Oh ja, dieser junge Mann ist sehr leicht abzulenken. Das sag ich doch die ganze Zeit. Wo ist er? Ich habe Emmett kurzzeitig aus den Augen verloren. Haben Sie eine Ahnung, wo ich ihn finden könnte? Aus den Augen verloren? Sie sollten ihn doch ablenken. Mach ich doch. Er ist nur abgehauen. Na, dann suchen Sie ihn. Ich habe mit Parker alle Hände voll zu tun. Und haben sich geändert? Es gab eine Planänderung. Was? Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich denke, wir sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Aber Sie haben mir erzählt, es könnte gefährlich werden. Und dass Jakob Smirnoff ein fremder Aufrührer ist. Und dass ich Emmett nur zurückbekomme, wenn ich ihn aufbaue, nachdem seine Träume zerstört wurden. Und ich habe viele Dinge gesagt, aber zu der Zeit war ich etwas verrückt. Das Wichtige ist, dass ich jetzt glaube, Sie sollten Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Oh, ich verstehe. Was? Es ist Genosse Smirnoff, nicht wahr? Wie hat sie überredet? Nein, ich möchte wirklich, dass Emmett seine Erfindung vorstellt. Keine Sorge, Karl, Sie können auf mich zählen. Ui. Edna, hören Sie mir zu. Sie müssen Emmett seine Erfindung vorstellen lassen. Smirnoff, hört zu, oder? Nein, hören Sie. Hören Sie zu, Smirnoff. Ich weiß nicht, womit Sie Mr. Sagan bedrohen, aber ich werde auf keinen Fall zulassen, dass dieser Apparat, den Sie meinen Emmett haben bauen lassen, vom Boden abheben wird. Mist. Was haben wir denn dann noch? Warum sagen Sie all diese schlimmen Sachen über Emmets Freund? Über den jungen Genossen Smirnoff? Sie haben mir doch von seinen bösartigen Taten berichtet. Ja, so können wir hier eigentlich leider nichts machen. Also, wir sollten wahrscheinlich zum Plan zurückkehren. Ja, sollten wir. Auf Wiederhören, Mr. Sagan. Bis dann. Auflegen. Gespräch beendet. Aber wir wissen jetzt ja schon mal... Aber können wir jetzt noch die Pflanze hier untersuchen? Blumen der Zukunft. Wie eine normale Topfpflanze. Nur künstlich. Ah, Moment. Wir müssen jetzt das irgendwie auf Band bekommen, dass sie schuldig ist. Schuldig.
dass sie die Bar im Brand gesteckt hat. Und deswegen können wir vielleicht die zwei Pflanzen austauschen. Doch da mal das Aufnahmegerät in die Telefonzelle. Nixon wäre wirklich stolz. So, und ich hoffe einfach mal. Der nächste Aussteller auf unserer Liste ist Officer Danny Parker von der Polizei von Hill Valley. Officer Parker wird einige faszinierende Hilfsmittel vorstellen, welche unseren uniformierten Jungs bald zur Verfügung stehen werden. Den kriminellen Elementen wird ab heute das Lachen vergehen. Officer Parker? Offenbar ist unser nächster Aussteller unvorhergesehen aufgehalten worden. Aber ich bin mir sicher, seine Präsentation wäre unvergleichlich lehrreich und faszinierend gewesen. Wir können ja trotzdem etwas... Applaus spenden. So, das Aufnahmegerät. Ich hab's mir überlegt. Die sehen hier nicht so gut aus. Doch. Es hätte schon gepasst. Es hätte doch gepasst. Ich wollte bloß noch gucken, ob er die anschalten muss, das Aufnahmegerät. Nixon wäre wirklich... Genau, ja, das wissen wir schon. So, sehr gut, weil... Dann telefoniere ich doch gerne mal nochmal mit der Edna. Mit der Edna über das Haus der Zukunft. Willkommen in der Welt von morgen, wo sich jeder wie. Genau, Telefon nochmal. Im Haus der Zukunft. Willkommen beim Telefon. Klondike 42. So. Mann, immer diese Telefone. Ja? So. Achso, der Carl Sagan sind hier wieder. Ich bin's, Carl. Oh. Kann ich mit Edna. Edna. Bitten Sie Edna noch einmal für. Sicher, Mr. Sagan. Hey, Eure Hoheit. So. Mr. Sagan, Sie dürfen mich nicht noch einmal einfach so anrufen. Ich muss meine ganze Aufmerksamkeit Detective Parker widmen. Ja, ja, sicher doch. Ich habe nur noch ein paar Fragen. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Jede Nacht öffnen Sie Ihre Tore, schenken illegal Alkohol aus und bieten leichte Mädchen an, stellen Ihre Sittenlosigkeit zur Schau. Und die Gesetzeshüter... Ich habe also getan, was jede rechtschaffende, willensstarke Frau tun würde. Und etwas unternommen. Und es war wirklich prachtvoll. Die Brände waren so schön. Der Alkohol hat so schöne blaue Flammen geschlagen, als alles abgebrannt ist. Wo war ich? Sie haben erklärt, warum Sie diese Bars niedergebrannt haben. Ja, hat Ihnen meine Antwort gefallen? Sie war sehr aufschlussreich. Auflegen. Was? Gespräch beendet. Mann. Edna war schon immer verrückt. Ich hoffe, dieses Geständnis genügt, Parker. Auf jeden Fall. Ich hoffe einfach mal, dass es alles aufgezeichnet. Eieieiei. Also, schnell Aufnahmegerät holen und dann das dann an Polizisten, an Herrn Parker mal vorspielen. Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Perfekt. Diese Antwort wird bestimmt viele Leute brennend interessieren. Oder gebe ich... Ich gebe denen jetzt direkt das Aufnahmegerät. Oder? Ja. Bleiben Sie unauffällig. Hey, Danny. Entschuldigung, Genosse. Wir versuchen gerade, die Expo vor solchen Gestalten wie dir zu schützen. Es dauert nur eine Minute. Unsere Aufzeichnungspflanze. Es ist aber keine gute Idee, Polizeieigentum zu stehlen. Hey! Wissen Sie, ich habe Sie nie gefragt, warum Sie all diese Bars niedergebrannt haben. Warum? Weil niemand sonst etwas gegen Sie unternommen hat. Detective Parker.
Sicherlich glauben Sie dieser schlecht gemachten Fälschung einer Aufnahme nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich glauben soll, Ma'am. Aber wegen dieser schlecht gemachten Fälschung muss ich Sie leider bitten, mit aufs Revier zu kommen, um einige Fragen zu Ihrem Aufenthaltsort in den Nächten der Brandstiftung zu beantworten. Oh, sehr gut. Ich... Himmel, was ist das? Tja, ich sollte wirklich mal aufhören, immer darauf reinzufallen. Hey, heißt das etwa, wir können Emmets Stand wieder freigeben? Das interpretieren wir mal als ja. Irgendjemand muss mir mit Doc helfen. Yo. Finde Emmett, damit er seine Erfindung vorführen kann, ja. Also der Trick mit, hey, was ist das? Der funktioniert immer, oder? So, hier wäre eigentlich der Stand frei, deswegen gehen wir hier gleich mal rauf. Emmett wird mit seinem elektrokinetischen Levitator fliegen, und zwar heute. Hören Sie mich, Doc?